Ja, was für ein Auftakt mit so viel Elan und Schwung. So muss eine Festveranstaltung nämlich anfangen. Das ist nämlich keine Trauerfeier, das ist nämlich eine Festveranstaltung, eine freudige Veranstaltung. Und ich möchte, dass Sie, lieber Herr Helmut Seemann, auch heute mit diesem Gefühl, so wie Sie jetzt vorgemacht haben, heute aus dem Tag gehen und die nächsten Tage und dann auch im Ruhestand genauso die Tage beleben, wie Sie das hier vorgemacht bekommen haben. Also, lieber Helmut Seemann, vor allem liebe Familie Seemann, verehrte Festgäste. Sommerzeit ist, wie Sie wissen, Ferienzeit. Und in diesen Tagen packen die meisten oder ganz viele Menschen ihre Koffer und Taschen. Sie sagen Tschüss für einige Wochen und verabschieden sich dann in den Urlaub. Sie machen vorher noch eine Checkliste, sie schauen, ob der Pass abgelaufen ist, beziehungsweise kaufen Reiseführer, müssen schauen, dass sie ihre Katzen unterbringen. Der Trott des Jahres weicht eben einem ganz willkommenen Gefühl, nämlich sich mal ein bisschen chillen zu lassen und einfach mal sich zu erholen, und zwar den Verpflichtungen des Alltages zu entfliehen oder von diesen befreit zu sein. Wenn man sich allerdings als Präsident der Klassikstiftung Weimar in den Ruhestand verabschiedet und Tschüss sagt, ist das eine komplett andere Sache. Also erstens dürfen Sie, lieber Herr Seemann, sich fortan uneingeschränkt der schönen Gewissheit hingeben, fortan für immer Urlaub zu haben. Theoretisch. Lieber nicht, denn Sie wissen ja auch, wer rastet, der rostet. Das gilt sowohl körperlich als auch geistig. Insofern sollten Sie das auch nicht tun. Aber erholen müssen Sie sich definitiv und die Zeit nutzen. Es geht aber auch zweitens, und das ist, glaube ich, auch heute ganz, ganz wichtig, es geht auch darum, Sie heute noch mal deutlich auf den Präsentierteller zu stellen, und das ganz, ganz bewusst. Und ich freue mich, dass heute so viele Gäste, auch die ganze Weimarhalle ist voll, zu ihrer Verabschiedung in den Ruhestand in die Weimarhalle gekommen sind. Also Ihnen allen ein ganz, ganz herzliches Willkommen, und ganz besonders begrüßen darf ich den Ministerpräsidenten AD Dr. Bernhard Vogel und Prinz Wilhelm Ernst mit Gemahlin. Und insofern stellvertretend für alle hier. Herzlich willkommen nochmals hier. Ich darf auch begrüßen nochmal Professor Werner Frick von der Albert-Ludwigs-Universität. Er wird heute die Laudatio halten. Vor allen Dingen aber, wie gesagt, der Auftrag ist gemacht worden. Ich freue mich, dass die Musikerinnen und Musiker der Staatskapelle Weimar hier sind und hier diesen musikalischen Rahmen geben, unter der Leitung von Dominik Beikirch und Thomas Simmel. Also nochmals vielen Dank fürs Dasein. Wir sind aber heute hier, um Ihnen, lieber Helmut Seemann, Danke zu sagen. Danke vor allen Dingen auch für die Arbeit im Dienst der Kultur, aber vor allem auch im Dienst der Stadt Weimar. Und zwar 18 Jahre lang. 18 Jahre, das ist nicht irgendwas, es ist kein Pappenstiel. Viele Menschen, die das Innenleben der Stiftung Klassik nicht kennen oder die Zusammenhänge, denken vielleicht, das ist ja ein totaler toller Job als Klassikpräsident. Man sitzt ganz erhaben im Büro eines Schlosses über den Arbeitsebenen und schaut aus dem Fenster raus und genießt den Tag und macht sich vielleicht schön geistige Gedanken mit der Teetasse in der Hand. Mag sein, dass der ein oder andere Tag vielleicht mal so gewesen ist, aber Sie wissen besser als ich oder die anderen, dass eine solche Institution zu leiten eben eine tägliche Herausforderung ist, und das haben Sie gut gemeistert. Die Stiftung ist eben nicht nur Erhalterin des durch das Haus Sachsen-Weimar-Eisenach, sag mal, aufgebauten Erbes, sondern eben auch Wegweiserin und vor allen Dingen Weiterentwicklerin des kulturellen Vermächtnisses der Stadt Weimar. Und sie ist als Institution des öffentlichen Dienstes wie ein Tanker, nicht so ganz kurzfristig, sag mal, wendbar, und ich weiß, wovon ich rede. Und dann sind aber auch die vielen Finanzgeber, Bund, Land, Stadt, jeder möchte eben ein Wörtchen mitreden, und manchmal muss man eben auch etwas aushalten als Präsident, auch Kompromisse schließen, aber das gehört eben dazu, und das ist eben auch die tägliche Herausforderung, die Sie zu meistern hatten. Das wusste
Und das habe ich mir auch sagen lassen, mein Amtsvorvorgänger, Dr. Volker Germer, der hat ihn wohl mal, das war ein ganz verregnetes Kunstfestauftakt, da muss er ihn wohl so sinngemäß zugesungen haben, das müssen Sie jetzt aushalten, Herr Seemann. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Ja, und das sind so die Dinge, die diese Wortspielereien, und er hat ihn, glaube ich, mit diesem Solo, ich begrenzt das auf diese bekannte Zeile, nicht nur Freude bereitet, weil sie damit ganz andere Verbindungen geknüpft haben. Und zwar haben sie gesagt, das hat ihr Lateinlehrer früher auch immer schon bemüht, diesen Spruch, immer dann, wenn sie Fehler gemacht haben. Insofern war das eher ein schlechtes Wiederkehren von Erinnerungen. Aber letztlich, sag mal, auch Erschütterungen standzuhalten. Und das ist eben wichtig, und das ist eben doch eine gute Eigenschaft, die auch Sie hatten, die auch quasi ein Seemann hat, so wie in diesem Lied auch gemeint war. Vor allen Dingen, wenn man die zweitgrößte Stiftung der Bundesrepublik Deutschland leitet. Und wenn man zurückdenkt an den Brand der Amalia-Bibliothek oder auch die zahlreichen Hürden, die es beim Bau des Bauhausmuseums gegeben hat. Das sind Erschütterungen, die immer wieder auftauchten, und die sind gemeistert worden von Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Oder denken wir auch an die sogenannte, ich war damals noch nicht dabei, man sagte dazu Präsidentenkrise von 2010, 2011 rund um die Vertragsverlängerung und ähnlicher forensischer Urerlebnisse, die sich aus der Selbstverwaltung eines Freistaates gelegentlich ergeben haben und ergeben. Und auch das Verhältnis zwischen Stadt und Stiftung soll in den Jahren auch nicht immer ungetrübt gewesen sein. Ja, das ist schade, dass das so war, und das hätte auch nicht so sein dürfen oder sein müssen. Aber auch das, insofern leider, bietet das Leben eben auch solche Facetten. Und glaube ich schon, dass wir gut oder Sie auch ganz gut auch damit umgehen konnten. Insgesamt, aber das muss man konstatieren, lieber Herr Seemann, haben die Stiftung und die Stadt ganz, ganz viel gemeinsam erreicht. Ich erinnere mal nur beispielhaft an die Fusion der Kunstsammlungen und der damaligen Stiftung Weimarer Klassik und vor allen Dingen eben, wie schon erwähnt, den Wiederaufbau der Anna-Malia-Bibliothek. Das, was Sie dort auch mit geleistet haben, wie Sie auch, ich sag mal, auch Spenden akquiriert haben, wie Sie da so umtriebig waren, dass auch letztlich so viele Gelder zusammenkommen konnten und dann der Wiederaufbau erfolgte, das ist eben auch maßgeblich mit Ihr Verdienst. Und dafür nochmals herzlichen, herzlichen Dank dafür. Ich will mal noch zwei oder drei Beispiele nennen. Es geht auch um das gemeinsame Feiern von Jubiläen, und zwar betont gemeinsame Feiern. Und wir haben es zum Schluss jetzt bei 100 Jahre Bauhaus erlebt, wie eng wir dieses Fest organisiert haben. Und wie gut es angenommen wurde, wie gut es gelaufen ist. Klar, wenn man von draußen kommt und mitmacht, sieht man die ganzen Schwierigkeiten, die im Hintergrund abgelaufen sind, gar nicht. Aber das ist auch eine Herausforderung gewesen, und das hat mir Spaß gemacht, mir persönlich auch, mit Ihnen diese kurze Strecke zusammenzuarbeiten. Auch, und das muss man auch, die Stadt Weimar, Sie wissen es, das ist mittlerweile auch schon wieder 2 Jahre her, hat für den Erhalt der Kreisfreiheit gekämpft. Da waren ganz, ganz viele mit dabei. Auch mein Amtsvorgänger Stefan Wolf war mit dabei, aber auch Sie als Präsident der Weimar Klassikstiftung haben da auch viele, viele Dinge mit unterstützt, und eben auch dadurch, denke ich auch, ist die Kreisfreiheit der Stadt Weimar erhalten geblieben. Aber unser großes gemeinsames Projekt steht jetzt dort draußen, das ist der Bau und die Eröffnung des Bauhausmuseums. Und es waren, wir hatten es auch damals gesagt, viele Jahre permanenter Diskussionen um Standort und vor allen Dingen dann zum Schluss um die Fassade. Und wenn man jetzt schaut, wie das angenommen wird, das Museum, ich glaube, jede Woche 10.000 Besucher, so ungefähr, so wenn es so weitergeht. Es ist, muss ich sagen, Respekt. Auch man muss Entscheidungen treffen, und dann muss man sie auch aushalten und sie dann auch vertreten. Und wenn man sieht, was man dabei auch bekommt, geschenkt bekommt, muss man sagen, das macht Mut, auch für zukünftige Entscheidungen auch Rückgrat zu zeigen. Und vielen Dank nochmal dafür. Das Gleiche gilt so ein Stück weit für den Entwicklungsprozess des Quartiers der Weimarer Moderne, den Sie angeschoben haben. Das ist noch lange nicht, noch nicht zu Ende, aber auch da sind wichtige Weichen gestellt worden. Also in dem Sinne, Sie haben sich in höchstem Maße für die Stadt Weimar verdient gemacht. Das muss man, möchte ich auch gerne hier ganz deutlich sagen.
Wie kann eine Stadt Weimar Ihnen danken? Was gibt man quasi in den Übergang zum Ruhestand mit in die Hand? Eine Weimar-Card oder eine Bauhaus-Card? Das macht bei Ihnen wenig Sinn. Ich erinnere mich noch, als Sie die Oberbürgermeisterkonferenz, als die Oberbürgermeister hier waren und quasi uns durch das Museum geführt haben, das neue Bauhausmuseum oder das Bauhausmuseum. Sie sind ein wandelndes Lexikon, also insofern, da kann man Ihnen nichts mehr vormachen. Also das funktioniert nicht. Ein Gartenhaus, wie das früher das Haus Sachsen-Weimar-Eisenach mal gemacht hat, das können wir auch nicht. Da würde der Rechnungshof uns auf die Finger hauen, selbst wenn wir es könnten finanziell. Also das wird auch nichts. Da haben wir gedacht, wir schenken etwas für den Garten. Das ist dann auch nicht schlecht. Das wird dann da aufgebaut sein. Also was etwas aufblüht, da ist Leben drin. Und insofern soll das ein symbolisches Geschenk sein, eben nicht zu rosten, sondern eben weiterzugehen. Lieber Herr Seemann, ich danke Ihnen nochmals im Namen der Stadt für das Engagement, eben für die Stadt und dass Sie als Stiftungspräsident jetzt diese ganzen 18 Jahre und vor allem als engagierter Kulturbürger gesagt haben, auch jetzt in den aktuellen Diskussionen sich auch wieder zu Wort gemeldet haben und das war richtig so, genauso wie der Herr Knicke den aktuellen Fällen bezogen auf das Thema Kulturausschuss. Insofern auch vielen Dank, die Presse, also auch die Nationale hat das auch aufgegriffen. Ich wünsche Ihnen gleich, wie der Minister Hoff, der leider auch nicht da ist, der wird eine Videobotschaft senden. Insofern erstmal für den weiteren Lebensweg alles, alles Gute, Glück und Gesundheit. Und vor allen Dingen nehmen Sie sich eben Zeit, auch für die Familie, für die Frau, dass Sie eben die Zeit nutzen. Ich habe jetzt gerade am Rande schon mitbekommen, Sie werden längere Zeit erstmal in Urlaub fahren. Das soll auch so sein. Also machen Sie Ihre Packliste, gehen Sie Ihren Pass verlängern oder wie gesagt, packen Sie Ihren Koffer. In dem Sinne, aber kommen Sie, Moment. Sehen Sie, das ist der Unterschied. Und erholen Sie sich gut. Und vor allen Dingen, und da denke ich mal, da gibt es eben auch, da ist der Spruch, der Ruhestand bedeutet eben kein Stillstehen, sondern ein ruhigeres Weitergehen. Und in diesem Sinne bitte ich Sie, dass Sie der Stadt erhalten bleiben und auch mal mit einem offenen Ohr und aber auch mit einem offenen, quasi mit einem mutigen Herzen uns gegenüber zu sagen, was Ihnen auf der Seele drückt. Wir sind immer da und wie gesagt, auf eine gute Zusammenarbeit weiterhin, auch aus dem Ruhestand heraus. Und ich glaube, die Nachfolgerin, Frau Lorenz, die wird auch viele, viele Ratschläge gern auch annehmen und im Austausch bleiben. In dem Sinne, erholen Sie sich gut, aber bleiben Sie der Stadt Weimar treu. Vielen, vielen Dank. Ich bedauere außerordentlich, an diesem doch sehr wichtigen Tag heute nicht bei Ihnen sein zu können. Der Bundesrat als Verfassungsorgan ist wahrscheinlich die einzig wirkliche Begründung, die ich dafür nachvollziehbar anführen kann, dass ich heute nicht bei Ihnen bin, wo ich lieber gewesen wäre. Warum? Weil ich die Zusammenarbeit mit Ihnen in den vergangenen Jahren und man muss ja ins Archiv der Staatskanzlei gehen, um aus den Anfängen ihrer Tätigkeit bei der Klassikstiftung Weimar Informationen zusammenzubekommen. Insofern sprechen wir hausintern von der Ära Seemann, die nun zu Ende geht. Und es wäre angemessen, nicht im Bundesrat, sondern heute bei Ihnen zu sein. Deshalb auf diesem Weg 3, 4 Dinge, die mir ganz wichtig sind, Ihnen in diesem öffentlichen Raum, in dem Sie sich heute befinden, zu sagen. Ich hatte das Glück, mit Ihnen in den vergangenen Jahren zusammenarbeiten zu dürfen. Und die erste wirkliche Erinnerung, die ich an unsere Begegnungen habe, ist der Spatenstich für das Bauhausmuseum. Und Sie erinnern sich noch, wir haben mit Christoph Matschi gemeinsam, den ich eingeladen hatte, bei diesem Spatenstich dabei zu sein, weil ich nicht einfach als neuer Minister mich auf ein Projekt, das auch mit ihm, genauso wie mit Ihnen, wesentlich verbunden ist, setzen wollte, sondern es sollte auch dargestellt werden, dass hier Kontinuitäten bestehen. Und Sie waren sehr dafür, dass man genau diesen Weg wählt. Und das ist etwas, was ich in der Zusammenarbeit mit Ihnen geschätzt habe, dass Sie eine sehr hohe Fähigkeit hatten, auch zu antizipieren, was im politischen Raum
wichtig ist, wichtig sein kann. Und wir haben darüber den Austausch gepflegt, auch in einer großen Offenheit, auch mit Differenzen, diesen Austausch gepflegt. Und ich werde das vermissen, auch Ihre, wie ich an anderer Stelle schon sagte, Fähigkeit, mit sehr klugen und häufig auch sehr ironischen Bemerkungen einen Rahmen zu geben, in dem man sich verständigen kann über unterschiedliche Interessen. Und schon der Spatenstich zum Bauhausmuseum hat die unterschiedlichen Interessen, die die Klassikstiftung immer bewegt haben, deutlich gemacht. Denn wir erinnern uns, dass am Rand dieser Veranstaltung es Akteure gab, die protestierten, weil sie den Ort dieses Museums für nicht angemessen hielten. Nun haben wir am Ende meiner ersten Wahlperiode hier in Thüringen, die zusammenfällt mit Ihrem Ende der beruflichen Tätigkeit bei der Klassikstiftung, dieses Museum gemeinsam eröffnen können. Ich kann nur dem Hören nach darüber reden, was dieses Wissenschaftsratsgutachten Jahre bevor ich Stiftungsratsvorsitzender und Minister wurde, für eine Wirkung auf die Klassikstiftung hat. In der Amtszeit, die Sie mit mir gemeinsam verbracht haben, konnten wir feststellen, dass die Wissenschaftsratsgutachtendiskussion für diese Stiftung, die eine andere ist als zu der damaligen Zeit durch Ihre Arbeit, abgeschlossen worden sind. Das Wissenschaftsratsgutachten ist in der Klassikstiftung Geschichte. Es müsste ein neues geschrieben werden, wenn man neue Herausforderungen beschreiben wollen würde. Aber diese Wissenschaftsratsgutachten braucht man nicht, weil die Klassikstiftung unter ihrer Führung die Fähigkeit auch zur Selbstevaluation, zur selbstkritischen Betrachtung gefunden hat und auch in der Lage ist, den Kosmos Weimar nicht zu versteinern, sondern als einen handlungsfähigen Raum zu beschreiben, der wie eben ein Kosmos einer steten Veränderung unterlegen ist. Und diese Fähigkeit hat auch etwas mit Ihrer Amtszeit, mit Ihrer Tätigkeit zu tun. Und in diesem Sinne möchte ich mich für die 5 Jahre, die ich mit Ihnen gemeinsam die Klassikstiftung mitgestalten konnte, wobei Sie der Gestalter waren, ganz herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass auch in unserem Miteinander etwas sich durchsetzt, dass man gemeinhin mit den Worten fasst, man trifft sich im Leben immer zweimal. Das erste Mal geht nun dem Ende entgegen und ich freue mich auf das zweite Mal. Herr Minister in Effigie, Herr Oberbürgermeister, Herr Ministerpräsident Vogel, verehrte Festversammlung, vor allem aber liebe Frau Seemann und lieber Helmut Seemann,
Die Einladung, bei der Verabschiedung von Helmut Seemann ein paar Sätze zu sprechen, erreichte mich schon vor geraumer Zeit und in großer Entfernung von Weimar, nämlich während einer Gastprofessur in Indien. Und ich weiß noch genau, dass ich vor Überraschung fast von der Motorrikscha gefallen bin, einem jener berühmt-berüchtigten Tuk-Tuks im frühabendlichen Verkehrsgewühl von New Delhi, als die Weimarer Anfrage auf dem Display meines Mobiltelefons erschien. Aber der Orient macht den Europäer überschwänglich und im sicheren Gefühl, wie weit das alles im räumlichen, nicht minder als im zeitlichen Sinne doch noch weg sei, sagte ich sofort und bedenkenlos und auch wirklich freudig, ja, ich will. Gewiss, das war eine Herausforderung, denn 18 Jahre, die es hier zu überschauen galt, mir als Adenauer je erreicht hat, waren eine beachtliche Zeitspanne und im Blick auf eine glanzvolle Einrichtung wie die Klassikstiftung Weimar und auf den ersten Diener dieses ästhetischen Staates würde es, weiß Gott, unendlich viele Errungenschaften zu feiern geben. Aber warum sollte es nicht doch irgendwie gelingen, dieses Reichtums Herr zu werden, sei es mit einer Rhetorik der schieren Abundanz, sei es in filigran herauspräparierten Metonymien, also in sprechenden Details, in denen das Ganze sich irgendwie pars pro toto brechen und spiegeln müsste. Erst allmählich und mit gehörigem Abstand zu dieser Urszene einer leichtsinnigen, aber gutherzigen Spontaneität wurde mir klar, worauf ich mich da eingelassen hatte. Ich hatte zugesagt, eine Rede auf Helmut Seemann zu halten. Und dieser Helmut Seemann ist der wahrscheinlich beste, eleganteste und geschliffenste Redner, den ich kenne und ganz gewiss der beste freie Redner, der mir je begegnet ist. Und ich leite das Studium Generale der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und höre jede Woche im Schnitt 3 bis 4 Vorträge von Koryphäen aller Fachbereiche. Aber ein Helmut Seemann ist selten darunter, eigentlich fast nie. Sollte man einem solchen Virtuosen der Rede nicht vielmehr wünschen, sich einmal selbst zu loben? Sich von einem Redner wie ihm selbst erhoben zu sehen und seine Verdienste rühmen zu hören. Man hätte es ihm aus tiefem Herzen gegönnt, einmal im Leben und allemal an einem Tag und aus einem Anlass wie dem heutigen. Stattdessen muss er nun mit mir Vorlieb nehmen. Als mir das klar wurde, wurde mir mulmig. Und ich beschloss, mir Helfer zu suchen, die natürlichen Bundesgenossen eines Germanisten, Dichter. Die Klassiker sollten es richten, passenderweise natürlich die Weimarer Klassiker. Hatten sie sich nicht in prägnanten Wendungen und poetischen Fügungen mit der Phänomenologie des Abschieds in allen Lebens- und Liebeslagen beschäftigt? Und sollten sich aus solchen Reminiszenzen nicht auch ein paar Funken für unseren heutigen Zweck schlagen lassen? Aus dem frühen Sesenheimer Willkommen und Abschied schlug mein Herz geschwind zu Pferde, dem Gedicht mit den beiden so apart unterschiedlichen Versionen, in denen es einmal die verlassene Geliebte ist, beim anderen Mal der verlassende männliche Partner, das lyrische Ich selbst, das die Tränen nicht zurückhalten kann. Interessant. Und hatte Goethe nicht schon im Sommer 1777 ganz apodiktisch an Charlotte von Stein geschrieben, es ist doch in der Welt immer Abschied nehmen. Und viel später im imaginären lyrischen Dialog mit der eigenen literarischen Figur Werther, im ersten Stück der Trilogie der Leidenschaft aus der Mitte der 1820er Jahre in einer sehr düsteren, sarkastischen und tragischen Stimmung, zum Bleiben ich, zum Scheiden du erkoren, gingst du voran und hast nicht viel verloren. Und da wären die großen dramatischen Abschiedskonstellationen der Weimarer gewesen. Von der Spannung oder der nach Adorno der erpressten Versöhnung zwischen dem eher schmallippigen So geht und dem konzilianteren Lebt wohl des Thoas im Finale der Iphigenie. Bis zu Schillerschen Abgängen der allerpointiertesten Art.
Der Lord lässt sich entschuldigen, er ist zu Schiff nach Frankreich. Doch ein schöner Zitatenstrauß hätte sich winden lassen aus lauter Weimarer Abschieden. Nur, dass daraus am Ende doch nimmermehr eine geschlossene und irgendwie in sich konsistente Philosophie des Aufhörens zu gewinnen gewesen wäre. Wo Herder etwa schon im frühen Journal meiner Reise im Jahre 1769 befand, jeder Abschied ist betäubend. Man denkt und empfindet weniger, als man glaubte. Die Tätigkeit, in der unsere Seele sich auf ihre eigene weitere Laufbahn wirft, überwindet die Empfindbarkeit über das, was man verlässt. Wo Herder also das Interesse auf den Neubeginn nach dem Abschied so sehr überwiegen sieht, dass dem Zurückgelassenen dabei unmöglich Gerechtigkeit widerfahren könne, ihm vielmehr mit Stumpfheit und an Taktlosigkeit grenzender Betäubung begegnet werde, da schreibt wiederum Schiller im Juni 1796 im Kontext der soeben beendeten gemeinsamen Arbeit an den Xenien genau umgekehrt an Goethe: Der Abschied von einer langen und wichtigen Arbeit sei immer mehr traurig als erfreulich. Das ausgespannte Gemüt sinkt zu schnell zusammen und die Kraft kann sich nicht sogleich zu einem neuen Gegenstande wenden. Will sagen, nach der völligen Verausgabung im Einsatz für das Gewesene und eben Abgeschlossene herrschen erst einmal Apathie und Lethargie, und es kann dauern, ehe der solchermaßen Verausgabte sich erneut zu begeistern und anzuspornen vermag. Wie immer es sich damit verhalten möge und welcher Gefühlsnuance man im Einzelnen eher zuneigen und Recht geben mag, es ist doch klar, dass aus diesen klassischen Verschattungen des Abschieds am Ende nicht die freudigen und zuversichtlichen Töne zu gewinnen sind, die man sich in einer Laudatio mit Fug erwarten und für den Abschiednehmenden wünschen würde. Lassen wir also die Weimarer Abschiede der Poesie auf sich beruhen und kehren wir noch einmal zurück zu dem Gedanken, dass Helmut Seemann sich lieber selber loben sollte. Oder dass, da er uns und sich selbst aus angeborener Noblesse diesen Gefallen ja doch nicht tun wird, dann wenigstens stellvertretend das Werk den Meister loben soll, um es mit Schillers Glocke zu sagen, ganz unabhängig davon, wie hoch man dabei den Anteil des Segens, der von oben kommt, loben oben, veranschlagen mag. Dass das Werk den Meister lobt, ist der Grundgedanke, den ich Ihnen im Folgenden im Blick auf Helmut Seemann und die Klassikstiftung ein wenig näher bringen möchte. Und tatsächlich stehe ich nicht an, im Blick auf die 18 Jahre, die Helmut Seemann die Klassikstiftung geleitet hat, und ich bin ja, wie man hören konnte, auch nicht der Einzige, von einer großen Ära zu sprechen und von ihm selbst als einem Glücksfall für die Institution, der er vorstand, nämlich als einem großen Beweger, Ermöglicher und Erneuerer und darin, wenn schon nicht geradezu als einem Reformator, so doch jedenfalls als einem Reformpräsidenten von überragender Statur. Ganz offensichtlich waren hier zwei Vielseitigkeiten, zwei reiche Potenziale, in idealer Weise aufeinander zugeordnet und förmlich füreinander bestimmt. Die komplexe Gesamtformation der Klassikstiftung, der Reichtum ihrer Sammlungen und kulturellen Bestände einerseits und die Begabungsfülle einer charismatischen Persönlichkeit andererseits, die dieser vielseitigen und herausfordernden Institution vollkommen zu entsprechen vermochte, ja, hier in Weimar buchstäblich in ihrem Element war. Das könnte nach Personenkult klingen, aber just derartiges ist damit überhaupt nicht gemeint. Ganz im Gegenteil. Zu den Begabungen, die ich an Helmut Seemann im Lauf der Jahre am meisten bewundern gelernt habe, gehört sein kollegialer, integrer und integrierender Führungsstil, eine wirkliche Führungskultur, der es überhaupt nicht vorrangig darum zu tun war, sich selbst ins beste Licht zu setzen und vor allen anderen zu glänzen, die vielmehr darauf zielt, auch andere Kollegen und Mitarbeiter zur Geltung kommen zu lassen und ihnen Spielräume zu eröffnen,
in denen sie ihre je eigenen produktiven Akzente setzen, ihre individuelle kreative Handschrift schreiben und ihre besten Talente zur Entfaltung bringen könnten. Sie erinnern sich an Brechts insistente Fragen eines lesenden Arbeiters. Der junge Alexander eroberte Indien. Er allein? Cäsar schlug die Gallier. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Und so weiter. Für Helmut Seemann und seinen kollegialen, überhaupt nicht cäsaristischen Führungsstil war immer klar, dass viele Köche erforderlich waren und dass sie den Brei der Klassikstiftung nicht verderben würden, sondern dass es darauf ankam, im vielschichtigen Ensemble der Stiftung auch anderen die Gelegenheit zu geben, sich auszuzeichnen und zu glänzen. Zu ihrem eigenen Ruhm oder Benefit, aber immer zugleich zum Nutzen der Stiftung als Ganzer. Unter Seemanns Ägide sind in der Klassikstiftung außerordentlich kluge Personalentscheidungen getroffen worden. Alle einzelnen Direktionen und Stabsstellen der Stiftung wurden sowohl auf der Direktorenebene wie in den nachgeordneten Positionen mit herausragenden Fachleuten besetzt. Und diesen Koryphäen wurde der Raum zugestanden, sich zu entfalten, Bemerkenswertes auf die Beine zu stellen. Zu so viel Liberalität und Generosität eines Chefs gehört ganz gewiss auch Selbstbewusstsein. Nach menschlichem Ermessen müssten in einer komplizierten Quadriga wie der Klassikstiftung durchaus Rivalitäten und zentrifugale Spannungen zwischen den Häusern und Direktionen angelegt sein. Und wahrscheinlich befördert eine gesunde Rivalität ihrer Abteilungen am Ende das Niveau der gesamten Einrichtung. Aber ich muss auch gestehen, dass mir aus annähernd 15 Jahren im wissenschaftlichen Beirat der Klassikstiftung keine einzige Situation in Erinnerung ist, in der Verhältnisse aus dem Ruder gelaufen oder Dissense eskaliert wären. Unter Helmut Seemanns kultivierter und verbindlicher Ägide herrschte in den Gremien der Klassikstiftung ein ungewöhnliches Maß an Team Spirit und an wechselseitiger Anerkennung in einem Ensemble hochkarätiger Fachleute, allesamt erste Experten auf ihren Gebieten, die das auch von sich, aber auch von den je anderen wussten. Andererseits, und erst durch diese Dualität scheint mir die Ära, von der wir sprechen, richtig erfasst, andererseits war und ist Helmut Seemann ein Charismatiker und ein Solist, dessen eigene außergewöhnliche Begabungsvielfalt gleichsam zum Spiegel wurde, in dem seine Stiftung als Ganze sich erkennen und einen Begriff ihrer selbst erlangen konnte. Helmut Seemann, der so vielfach Gebildete, war durch seine Offenheit, seine intellektuelle Neugier und seinen Enthusiasmus der ideale Deuter und Erklärer der Klassikstiftung in der Gesamtheit ihrer Unternehmungen und Bestrebungen. Und er vereinigte in seiner Person ein Spektrum notwendiger Begabungen und Fähigkeiten, wie man sie selten einmal in einem Menschen vereinigt findet. Da war in vielen Gremienzusammenhängen, in den politischen Transaktionen mit den Zuwendungsgebern aus Bund, Freistaat und Stadt oder in den letzten Jahren im Zusammenhang des Forschungsverbunds mit Marbach und Wolfenbüttel, besonders auch in Verhandlungen mit den Gremien, in manchmal sehr schwierigen Verhandlungen mit den Gremien des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, da war der scharfsinnige, analytische Jurist und der so erfahrene wie versatile und diplomatische Kulturmanager. Aber zugleich sprach aus Helmut Seemann bei allen Gelegenheiten und Initiativen der Freund und intime Kenner der Künste, und zwar in seltener Gleichberechtigung aller ästhetischen Ausdrucksformen und Genres, von den bildenden Künsten, von denen er bereits aus seiner Frankfurter Zeit herkam, über die Architektur, die Musik, für die er gemeinsam mit kongenialen Partnern und mit exquisiten Formaten wie Melos Logos oder dem Klingenden Schloss in Weimar so viel geleistet hat, bis schließlich hin zu Dichtung und Literatur, die er kennt wie wenige und zu der er in seiner eigenen literarischen Begabung wohl selbst einen unbezwinglichen Hang hat. Ich selber habe von Helmut Seemann eine Reihe von Episteln erhalten, E-Mails, Mail-Episteln, die in ihrer intellektuellen Freiheit, in ihrer
sehr unkonventionellen Beobachtungsgabe, sehr scharf und sehr angeschnitten manchmal, und die in ihrer ganz ludischen, sprachspielerischen Qualität nichts anderes waren als Literatur. Man würde sich sehr wünschen, dass er diesen künstlerischen Begabungen und ganz bestimmt seinem literarischen Talent in der neu gewonnenen Freiheit der kommenden Jahre womöglich noch ungehinderteren Auslauf gewährte. Und ich persönlich hoffe übrigens auch sehr, dass Helmut Seemann vor lauter Pensionärsdignität nicht etwa seinen hin und wieder bezeugten und aufblitzenden Hang zu Albernheiten und Blödeleien vergisst, die ihn auf dem Höhepunkt der wissenschaftlichen Suche nach dem authentischen Schädel Friedrich Schillers und der in der Presse öfter geäußerten Befürchtung von einer fürchterlichen Blamage der Klassikstiftung, wenn sich herausstellen sollte, dass keiner der beiden untersuchten Schädel dem Dichter angehöre, und so kam es ja dann auch, wenn Helmut Seemann auf diese Unkenrufe lässig und kapriziös verkündete, in seinen Augen wäre es viel eher der Super-GAU für die Stiftung, wenn sich erwiese, dass beide Schädel von Schiller stammten. Mit diesem Charisma einer analytisch brillanten, intellektuell unabhängigen und künstlerisch höchst feinnervigen Persönlichkeit wurde Helmut Seemann zum idealen Repräsentanten der Stiftung, der er vorstand, und zum besten Dolmetsch, Deuter und Erklärer dessen, wofür er den Namen Kosmos Weimar erfand, der schließlich zum Leitkonzept seiner Ära werden sollte. Es gehört, so glaube ich, zu den Charakteristika der Ära Seemann und macht den Zauber ihres Erfolges aus, dass hier bei mehreren zentralen Gelegenheiten aus Krisen und prekären Ausgangskonstellationen große Veränderungsimpulse und spektakuläre Verbesserungen hervorgingen. Nach frühen Erfolgen, ganz zu Anfang seiner Amtszeit, wie der gelungenen Fusion der Klassikstiftung und der Weimarer Kunstsammlungen, die die Vorbedingungen darstellte zum Aufbau der heutigen imposanten Generaldirektion Museen, und nach der vorbildlichen, gütlichen Einigung mit dem Haus Sachsen-Weimar-Eisenach, die der Stiftung Rechts- und Planungssicherheit verschaffte, sorgte eine erste überaus kritische Evaluation der Stiftung durch den Wissenschaftsrat im Jahr 2004 für eine ernsthafte, vielleicht sogar bestandsgefährdende Krise. Beanstandet wurde in dieser Gesamtbewertung der Stiftung insbesondere ihre insulare Abschottung und Selbstgenügsamkeit und eine Versäulung der einzelnen Direktionen, mangelnde Kommunikation nach innen wie nach außen. In der Folge dieser außerordentlich kritischen Bewertung der Stiftungsarbeit und ihrer als selbstzufrieden, verkrustet und ein wenig autistisch angesehenen Strukturen kam es zur durch den Wissenschaftsrat geforderten Einsetzung einer Strukturkommission, deren sehr detaillierte Vorschläge und kluge Vorgaben in der Folge von der Stiftung resolut umgesetzt wurden und die auf ganzer Linie gegriffen haben. Ich bin Universitätsprofessor, ich gehöre zu denen, die über das permanente Evaluationswesen stöhnen. Mit guten Gründen, denke ich, stöhnen. Hier haben wir den Fall einer Evaluation mit grandiosen Folgen, mit hochtriftigen Reformvorschlägen, und wir haben eine Stiftung, die imstande war, diese Ratschläge umzusetzen. Neben der Einsetzung eines wissenschaftlichen Beirats, dem ich von Anfang an mit Begeisterung angehören durfte, gehörte zu den Reformmaßnahmen auch die Schaffung eines direkt dem Präsidenten zugeordneten Referats Forschung und Bildung sowie eines Referats für Marketing und Kommunikation. Diese Neuerungen haben in der Folge staunenswerte Wirkungen gezeitigt, die auch vom Wissenschaftsrat in einer neuerlichen Begehung im Jahre 2010 ausdrücklich anerkannt wurden und eine abermalige Evaluation der Klassikstiftung in ihrer heutigen Verfassung. Ich habe gerade mit Bedauern gehört, dass sie nicht stattfinden soll. Jetzt wäre es schön, mal eine zu hören. Man würde viel Lob kassieren. Eine abermalige heutige Evaluation müsste nun einmal zu wesentlich günstigeren Befunden gelangen. Ohne Zweifel.
Die Stiftung ist heute intensiv mit Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen im In- und Ausland, buchstäblich global, vernetzt. Sie ist in ihren eigenen Forschungsaktivitäten wie in den Projekten des vom BMBF geförderten, unlängst unter tätiger Mitwirkung der Weimarer Equipe in seine zweite Phase überführten Forschungsverbundes mit dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach und der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel zu einem bedeutenden Forschungszentrum von unvergleichlicher internationaler Strahlkraft geworden. Ort eines Zentrums für Klassikforschung und vieler Bildungsangebote, Sommerkurse, Kongresse, Tagungen in den unterschiedlichsten Formaten. An diesem Aufschwung, dieser grundlegenden Vitalisierung, sind alle sammlungsführenden Direktionen der Stiftung in gleicher Weise und in immer wieder wechselnden Mischungsverhältnissen und Konstellationen der fachübergreifenden Zusammenarbeit beteiligt, ohne dass sie dadurch an ihrer je individuellen Identität und professionellen Aufgabenstellung das Geringste eingebüßt hätten. Es gibt hier nur Gewinner. All dies Ergebnis kluger Strukturreformen und einer unter der Ägide eines hellsichtigen Präsidenten kraftvoll und energisch vorangetriebenen Strukturreform der Stiftung in allen wesentlichen Komponenten. Ähnlich ließe sich über den katastrophalen Brand der Anna-Amalia-Bibliothek im Jahr 2004 und über deren spektakuläre Wiedererstehung im Anna-Amalia-Jahr 2007 urteilen, was ich hier nicht näher ausführen muss, weil Ihnen die Bilder sowohl die des brennenden Gebäudes wie auch die des Wiedergeborenen deutlich vor Augen stehen. Im Jahresbericht der Stiftung für das Jahr 2007 hat Helmut Seemann dazu bewegende Worte gefunden. Ein dem Anlass durchaus angemessenes Pathos des Symptomatischen eingeschlossen. Ich zitiere ihn. Am wichtigsten war die Wiedereröffnung des historischen Gebäudes der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek. Die Wiedergewinnung, ja Rettung dieses Hauses, bedeutet viel mehr als die immer dankbar vermerkte Erhaltung eines bedeutenden Denkmals. Die Öffentlichkeit wurde Zeugin eines Ereignisses, das symbolträchtig über sich selbst hinauszuweisen vermochte. Hier schien etwas untergegangen zu sein, das erst in diesem Untergang so recht als Schatz erfahren, als verloren nicht akzeptiert werden sollte. Der Triumph der Wiedereröffnung am 24. Oktober 2007 beruhte also gerade auf der von vielen Menschen getragenen Erfahrung, dass es sich lohnt, dem Verlust des geistigen Reichtums unserer Kultur entgegenzutreten, dass trotziges Dagegenhalten sinnvoll ist, wenn ein böses Geschick die Wurzeln, aus denen unsere Kultur lebt, kappen will. Diese Erfahrung gilt, immer noch Helmut Seemann, über den Tag hinaus. Diese Erfahrung gilt über den Tag hinaus. Sie gilt keineswegs nur gegenüber blinden Schicksalsschlägen, sondern nicht minder gegenüber geplanten Attacken. Und sie verbindet sich nun überall in Deutschland mit einem Ort, den man erleben kann, mit Weimar und seiner Wiege der deutschen Klassik, eben mit der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek. Ende des Zitats. Ich will, meine Damen und Herren, nur wenigstens andeuten, dass mir letztlich auch die Präsidentschaftskrise des Jahres 2010, ich glaubte wirklich beim Schreiben, ich hätte das Wort erfunden, höre aber vom Oberbürgermeister, dass das hier der kurrente Ausdruck ist, also gut. Ich will nur wenigstens andeuten, dass mir letztlich auch die Präsidentschaftskrise des Jahres 2010, so unverständlich, ja verstörend für viele von uns dieses Vorkommnis, oder sollte man mit Goethes Novellentheorie sagen, diese unerhörte, sich ereignete Begebenheit, dass sie uns in einem ganz ähnlichen Lichte erscheint. Zweifellos war dieser auch für Insider nie plausibel erklärte Versuch, Helmut Seemann aus dem Amt zu hebeln, jedenfalls seinen Vertrag nicht zu verlängern, die darkest hour dieser Präsidentschaft. Und es muss den Mann große Überwindung gekostet haben, sich einer erneuten Bewerbung auf die eigene Position zu stellen. Aber der Lot lässt sich entschuldigen, er ist zu Schiff nach Frankreich
war Seemanns Metaphorik hin oder her nie die Devise dieses mutigen Mannes, der insofern seinen Vornamen ganz zurecht trägt, auch mit das doppelte L eingeschlossen. Es ist ihm damals in der Stiftung wie in der Stadt eine Welle der Sympathie und der Wertschätzung entgegengeschlagen. Und ich darf, ohne sonst Geheimnisse auszuplaudern, doch mindestens andeuten, dass der freihändige Auftritt des Kandidaten Seemann vor der seinerzeitigen Auswahlkommission eine unerhört eindrucksvolle Willens- und Energieleistung und ein intellektuell und programmatisch wirklich bestechender Auftritt war, ein Feuerwerk an Konzepten und Ideen. Hätte man diesen Präsidenten nicht schon gehabt, hätte man ihn sich wünschen müssen. Im Licht der nachfolgenden Entwicklung und des heutigen Erscheinungsbildes der Klassikstiftung kann es nur als außerordentlicher Glücksfall bezeichnet werden, dass diese problematische Episode so ausging, wie sie ausging. Ich möchte aber hinzufügen, dass es durchaus auch eindrucksvoll war, mitzuerleben, wie konstruktiv die seinerzeitigen Konfliktparteien später im Stiftungsrat und in anderen Gremien zusammengearbeitet und zu einem störungsfreien und doch gedeihlichen Umgang miteinander zurückgefunden haben. Auch das war gut für die Stiftung. Und ich möchte dafür allen damals Beteiligten, allen Seiten, noch nachträglich meinen Respekt zollen. Kosmos Weimar hieß das Leitbild, das sich die Stiftung unter der Ägide dieses Präsidenten mit ausdrücklicher Unterstützung durch den Stiftungsrat in den letzten 10 Jahren gegeben und unter dem sie in der letzten Dekade unter Helmut Seemann mit eindrucksvoller Beharrlichkeit Zug um Zug vorangeschritten ist. Bezeichnet war mit diesem in den Anfangsjahren mitunter als Credo einer schöngeistigen und affirmativen Bildungsreligion missverstandenen, fälschlich aus der Etymologie von Kosmos als Schmuck etc. hergeleiteten Leitbegriff, gemeint war damit zweierlei. Zum einen verband sich damit gleichsam auf der materiellen Seite ein durch ein großzügiges Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und des Freistaates Thüringen allererst ermöglichtes umfassendes Sanierungsvorhaben, ein Masterplan Bau mit dem Ziel, den einzigartig reichhaltigen Sammlungen der Stiftung ein adäquates räumlich-bauliches Ambiente zu schaffen, beziehungsweise dieses Ambiente, das ja in der Regel bestand, dauerhaft zu sichern und die Bauwerke und Liegenschaften der Klassikstiftung für eine lange Zukunft zu ertüchtigen. Die Wiedererrichtung der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek im Zusammenspiel mit ihrem unerhört schönen, modernen Studienzentrum, also der reizvoll geschwisterlichen Komplementarität von Rokokosaal und modernem Bücherkubus, die grundlegende Sanierung und Erweiterung des Goethe- und Schiller-Archivs, die Errichtung eines zentralen Museumsdepots für die Sammlungen der Museen, der Umbau des Goethe-Nationalmuseums samt neuer, großartiger Dauerausstellung und nicht zuletzt Planungen für die Errichtung eines Tiefmagazins für die grafischen Sammlungen der Stiftung, vor allem anderen aber die sehr sorgfältige Vorbereitung für die Gesamtinstandsetzung des Stadtschlosses und seine Ertüchtigung zur künftigen neuen Mitte der Stiftung. Bald auch die grundlegende denkmalpflegerische Sanierung des Goethehauses am Frauenplan. All dies sind Komposita des Masterplans Bau der Klassikstiftung, mit dem es in den Jahren seit 2010 unter der Ägide dieses tatkräftigen Reformpräsidenten in staunenswerter Konsequenz vorangegangen ist. Zum anderen, nach seinem ideellen und konzeptionellen Aspekt, aber meint Seemanns Leitbild vom Kosmos Weimar die Vision eines umfassenden und in seiner Hochwertigkeit, Dichte und Repräsentativität in Deutschland singulären kulturgeschichtlichen Vermittlungskonzepts für die einzigartige Verdichtung deutscher und europäischer Kultur im Stadtraum Weimars. In der Formulierung des Jahresberichts der Stiftung für 2014, ich zitiere, es geht um den großen kulturgeschichtlichen Zusammenhang, der das Zeitalter der Reformation,
mit dem Ereignis Weimar um 1800 und mit der beginnenden Moderne verbindet. Es geht um drei Zeitalter, die topografisch in Weimar, dem kulturellen Herz Thüringens, zu verorten sind. Zitat Ende. Dass diese bildungsmäßige und auch pädagogische Rekonstruktion einer kulturgeschichtlichen Longue Durée nicht im Sinne einer normativen Deutung der deutschen Geschichte geschehen dürfe und kritische Reflexion notwendig einzuschließen habe, hat gerade Helmut Seemann und in den letzten Jahren nach meiner Wahrnehmung noch immer insistierender betont. Wer seine eindringlichen Aufzeichnungen über den Ettersberg und Buchenwald mitsamt Goethe-Eiche auf dem Gelände des Konzentrationslagers gelesen oder seine Reflexionen über die Causa Hans Wahl samt Seemanns Bekenntnis über den Verlust der eigenen Unbekümmertheit und die Irritation durch das Unheilvolle eines Klassiker-Verehrungswahns verfolgt hat, der wird keinen Zweifel haben an der kritischen und auch politischen Dimension dieses Nachdenkens über den Kosmos Weimar in seiner stellvertretenden und prägnanten Janusköpfigkeit. Gestatten Sie, dass ich Ihnen als Ausweis dieser Seemannschen Nachdenklichkeit eine längere Passage aus einem 2015 entstandenen Essay zitiere. Eine Passage, die von einem Benefizkonzert der Weimarer Staatskapelle zugunsten von Flüchtlingen in Weimar und Thüringen ausgeht und die über Erinnerungen an verwandte Konstellationen in Goethes Hermann und Dorothea bei dieser Veranstaltung offenbar in Teilen gelesen und über die Frage nach der heutigen Zugänglichkeit solcher klassischen Texte bei der folgenden skeptischen Reflexion ankommt. Ich zitiere Herrn Seemann. Dass Goethe bis heute im Prinzip von jedermann verstanden und genossen werden kann, ist die fundamentale Bedingung für die Möglichkeit unserer, der Klassikstiftung, Arbeit, für die Möglichkeit des Kosmos Weimar. Nur, dass diese Bedingung allem zugrunde liegt, was wir tun, heißt keinesfalls, dass sie auch erfüllt ist oder auf ewig erfüllt sein wird. Wenn Sie die Sache so betrachten, also als eine alles entscheidende, aber zugleich offene Frage, dann werden Sie sich nicht wundern, dass einer, dessen ganze Existenz von einer positiven Antwort auf diese Frage abhängt, glücklich ist, wenn er ein zuversichtlich stimmendes Anzeichen wahrnimmt. Und ein solches war nicht zuletzt wegen eines kurzen Textes aus Hermann und Dorothea dieser Abend in der Weimarhalle, jedenfalls für mich Helmut Seemann. Und der Autor fährt fort, nun endgültig den Bogen zum Kosmos Weimar schlagend, ohne dass der Begriff hier aber fiele. Zitat, ich habe von Goethe gesprochen, aber ich meine, wenn ich Goethe sage, von Cranach bis Gropius, von der Reformation bis zur Moderne. Wenn wir nicht davon überzeugen und dafür streiten, dass wir in Weimar etwas zu verhandeln haben, das für die heute lebenden Menschen verständlich ist und das zu verstehen ihnen dann auch noch Freude macht und ihr Leben reicher macht, dann können wir unsere Aufgabe, so wie ich sie verstehe, nicht erfüllen. Dann mag das alles, die Sammlungen, die Liegenschaften, die Präsentationen, die Editionen, noch so zeitgemäß, adäquat und professionell aufbereitet sein, und doch würde es ein absinkendes Sternbild sein, auf das wir unsere Blicke fixieren. Ich glaube, hier ist man dem inneren Credo des Bildungsdenkers Helmut Seemann sehr nah. Im Lichte dieser so gar nicht bildungsreligiösen oder klassikfrommen Reflexionen erscheint es mir überaus stimmig und schön, dass Helmut Seemann als letzte Großtat und in gewisser Weise vielleicht als sein Abschiedsgeschenk, nur Lumpe sind bescheiden, sagt Goethe, und Hegel sagt, die Sparsamkeit des Gebens und Empfangens ziemt der Wissenschaft nicht, dass Helmut Seemann Weimar nicht nur ein fulminantes neues Bauhausmuseum geschenkt hat, gegen alle Unkenrufe rechtzeitig fertiggestellt und unter Einhaltung des nicht opulenten Budgets realisiert, wie man vielleicht auch einmal hervorheben darf, wenn wir doch gerade beim Loben sind, dass er Weimar nicht nur ein Bauhausmuseum geschenkt hat, sondern dass
dieser Bau sich seinerseits einordnet in ein ganzes städtisches Quartier der Moderne und in eine Topographie der Moderne, die das zu neuen Ehren gelangte neue Museum als vollgültige und notwendige Komponente mit einschließt und die mit der Nachbarschaft zum Gauforum auch die Kehrseiten des der im Kosmos Weimar sich wie in einem Brennglas verdichtenden deutschen Geschichte akzentuiert und dem Nachdenken zugänglich macht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe eingangs meine Skrupel bekannt, mit ein paar unbeholfenen Bemerkungen in wenigen Minuten eine ganze Ära der Klassikstiftung Weimar, die nun bald zu Ende gehende Ära des großen Erneuerers und Reformators Helmut Seemann, zu würdigen. Und Sie alle haben bemerkt, von wie vielem überhaupt keine Rede sein konnte. Nicht von den vielen Namen, die zu nennen gewesen wären. Nicht von den imponierenden Leistungen aller Direktionen dieser großartigen Stiftung, nicht vom Forschungsverbund Marbach, Weimar, Wolfenbüttel und seinen ambitionierten Zukunftsprojekten, nicht auch von Helmut Seemanns musischen Entreprisen, von denen ich immer einmal wieder dachte, dass sie ihm letztlich vielleicht von allen die Liebsten gewesen sind. Was ich aber habe sagen wollen, war dies. Helmut Seemann ist ein unerhörter Glücksfall für Weimar, die Stadt, die Stiftung und den Kosmos gewesen. Er hat eine große Ära definiert und sich als unvergleichlicher Anreger, Beweger und Erneuerer einen dauerhaften Ehrenplatz in der Geschichte dieser großartigen Stiftung erworben. Die Aufgaben der Klassikstiftung und der Pflege des Kosmos Weimar sind nicht abgeschlossen. Allein das Stadtschloss wird sie alle noch, sofern sie mit der Stiftung zu tun haben und vielleicht auch die Stadt, für viele Jahre gut in Atem halten. Und man darf gespannt sein, wohin sie es weiterentwickeln werden. Auch welche neuen und vielleicht hoffentlich anderen Impulse Ulrike Lorenz, Helmut Seemanns Nachfolgerin in Weimar, setzen wird. Wir alle schulden Helmut Seemann einen innigen Dank für die grandiose Fortentwicklung und Vitalisierung der Klassikstiftung unter seiner Ägide. Aber, meine Damen und Herren, anders als die Herren Schiller und Herder in ihren bedenkenträgerischen und ein wenig griesgrämigen Überlegungen zum heiklen Thema Abschied und zu seinen mannigfachen Gefahren von Betäubung einerseits und schwerer Lethargie andererseits, anders als die uns glauben machen wollen, wir müssen uns um den Ex-Präsidenten Helmut Seemann überhaupt keine Sorgen machen. Er wird sich zu beschäftigen wissen, denn er hat auch noch ein eigenes Leben und er brennt für so vieles. Ein liebenswürdiger Vierzeiler aus Goethes später Spruchdichtung der Sammlung Sprichwörtlich von 1815 bringt vielleicht am besten zum Ausdruck, wie ich mir Helmut Seemanns Abgang vorstelle und wie ich ihn Ihnen, lieber Helmut Seemann, auch von Herzen wünsche. Heute gehe ich, komm ich wieder, singen wir ganz andere Lieder. Wo so viel sich hoffen lässt, ist der Abschied ja ein Fest. Und damit Film ab und Bühne frei für viele weitere Stimmen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Setzt sich auf den Stuhl, schlägt die Beine übereinander und fängt an zu plaudern. Völliges Fehlen von Selbstbewusstsein würde ich ihm nicht nachsagen. Es gab damals keinen besseren. Gab es nicht. Goethe hat es nur so lange ausgehalten, weil er meistens nicht in Weimar war. Das konnte Helmut Seemann nicht. Er musste meistens da sein und er war da.
Die Aufgabe ist für ihn, glaube ich, deshalb so reizvoll gewesen, weil sie so umfassend war und weil sie etwas widerspiegelt, was seine Persönlichkeit hergibt. Scharf, analysierend, dann aber sehr feinsinnig und vor allen Dingen auch den Künsten so zugetan, dass man sagen kann, da kommt eine Mischung für das Kulturmanagement, wie wir es hier brauchten. In dem ersten Jahr, als er hier gearbeitet hat, lebte ich noch in Frankfurt mit meinen zwei jüngeren Kindern. Er kam alle zwei Wochen mit 14 schmutzigen Hemden und war müde. Er kam im Sommer 2001 nach Weimar. Wir hatten seinen Vorgänger gerade verabschiedet. Oh, das ist jemand, der wurde mir im Vorfeld auch von Kollegen und Freunden aus Frankfurt so beschrieben. Also da kommt ein netter Kerl, der ist schlau, der ist klug, der kennt sich gut aus, aber der ist halt schon ein Pfau. Ich glaube, er hat anfangs ein bisschen experimentiert. Er hat auch die Rolle sozusagen gesucht als Präsident. Er ist der Erste, der nicht nur den VEB Goethe zu verwalten hatte, wie wir ihn früher genannt haben, sondern der eine der Großstiftungen Deutschlands zu verantworten hatte. Die Klassikstiftung galt als schwerer Tanker, den man kaum in Bewegung bringen kann. Es war ja wirklich wie ein riesiger, ungeordneter Zettelkasten, noch einiges zu tun. Es musste alles erstmal eigentlich richtig auf die Füße gestellt werden. Viele Strukturen waren noch wachsweich, die heute festgezurrt sind. Seemann war ich der erste Präsident, der die Stiftung, sagen wir mal, als hundertprozentigen Zweck seines Hierseins begriffen hat. Also ich glaube, dass Seemann die Klassikstiftung von den Sammlungen her gedacht hat. Mit der Kunstsammlung zusammen konnte man die Stiftung definieren. Gab es den Kosmos Weimar als Herausforderung. Und diese Herausforderung sind die ersten zwei Präsidenten in Anführungszeichen schlicht aus dem Weg gegangen. Die Kunstsammlung, die werden verhungert und die alte Stiftung, die werden vertrocknet. Und nun zusammen sind wir gewachsen. So. Wir haben mit der Fusion ja endlich auch den Anker in die komplette Museumslandschaft hier in Weimar bekommen. Und das war zentral wichtig, denn auch seit diesem Zeitpunkt 2003 konnten wir uns aufmachen in die Moderne. Es musste jemanden geben, der auch zum Ausdruck bringen konnte, für was die Klassikstiftung steht. Und es war unglaublich wichtig, dass Seemann das konnte. Das ist bemerkenswert, dass er eben kein Begrüßungs-August war, sondern er hat eine anspruchsvolle, geistreiche, auch witzige Texte geboten. Wer Seemann als Redner erlebt, der hat ein Erlebnis. Ich kenne so gut wie keinen Menschen, der tiefgehende Gedanken mit so viel Leichtigkeit und Esprit rüberbringen kann wie Seemann. Auch wenn ich nicht mit jedem der dargestellten Thesen übereinstimme, war es doch stets nicht nur ein Gewinn, rhetorisch ihm zuzuhören, sondern eben auch zu merken, wie aus einer Idee sich ein Gedanke formt und letztlich eben auch eine ganze Rede, ein Kunstwerk darstellt. Und da ist Helmut Seemann in eine Zeit gekommen, wo im Grunde genommen, es bröckelte schon so ein bisschen. Es war kein großer Aufbruch zu spüren. Da kam das Wissenschaftsratsgutachten für die Klassikstiftung, das erste, das verheerend ausgefallen war. Und einen Monat später eben der Brand der Bibliothek. Am Abend des Brandes, ein wunderschöner Spätsommertag, Anfang September 2004, war ich mit meiner Tochter hier im Haus und plötzlich sahen wir in der Stadt Rauch aufsteigen. Ich saß irgendwie nach Mitternacht im Auto auf dem Nachhauseweg und wurde von der Behörde informiert über den Brand, habe das Radio eingeschaltet, hörte bereits die Nachricht, die Anna-Amalia-Bibliothek brennt. Das war so, als sei das kollektive Gedächtnis einer Kulturnation attackiert worden. Die wichtige Bibelsammlung, können wir noch nicht sagen, was mit der ist, weil wir in den hinteren Teil des Rokokosaales nicht vordringen können. Ich habe ihn in der Brandnacht eigentlich besonders bewundert, weil er da so kühlen Kopf bewahrt hat. Und er eigentlich derjenige war, der diese Menschenkette gut organisiert hat. Ich kann leider nicht bestätigen, dass wir die Hälfte der Bücher haben evakuieren können. Ich rechne, dass wir ca. 5.000 Bände von den ca. 30.000 Bänden, die dort derzeit noch lagern. Wir sind ja dabei, den Rokokosaal zu räumen.
Ich habe dann nach der Landung sofort Herrn Seemann und Herrn Knoche in der Aue getroffen. Und wir haben uns umarmt, voll Erschütterung, weil wir gewusst haben, ab sofort haben wir auch eine gemeinsame Aufgabe, die uns fast freundschaftlich verbinden wird. Herr Seemann hat sich in der Zeit ein wenig verändert, insofern, als ich ihn nie so fokussiert erlebt habe. Das war ein riesiger Schock für meinen Mann. Aber schon wenig später gab es dann diese Parole, wir eröffnen am Geburtstag der Herzogin im Jahre 2007. Wir machen das. Kurzfristig hat Politik mal wirklich sehr schnell reagiert. Das hat mich sehr gefreut. Innerhalb kürzester Zeit sind ja 4 Millionen Euro für die Soforthilfe zur Verfügung gestellt worden. Jeder fühlte sich angesprochen. Jeder hat versucht zu helfen, wie es in seinem Rahmen ging. Es gab unendlich viele Einzelspenden. Die Stiftung hat ein neues Selbstbewusstsein entwickelt, dadurch, dass eben die Bewältigung der Brandfolgen so ziemlich gut gelaufen ist. Das Verhältnis von Michael Knoche und Helmut Seemann ist ein gewachsenes und von vornherein vertrauensvolles gewesen. Was jemand überhaupt nicht leiden konnte, waren Teekannen, die so blubberten und zischten. Sie haben beide sehr viel Humor, sehr viel Ironie. Da konnte Direktor ihm auch schon mal fuchsteufelswild werden und dann rufen, Mensch, kann nicht mal jemand auf diese Thermoskanne schlagen, damit die Ruhe gibt. Helmut Seemann ist ein intellektueller Kopf mit einem Hang zum Sarkasmus. Also er ist sicherlich nicht so ein Typ, der allen auf die Schultern klopft und mit jedem gut freu sein will, sondern er ist klar, man kann sich wirklich auf ihn verlassen. Hartnäckig, konsequent und wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann arbeitet er so lange daran, bis er das Ziel umgesetzt hat. Gelegentlich gibt er einem eine Nuss zu knacken, das ist auch in Ordnung. Kulturermöglicher. Das fällt mir ein, wenn ich an ihn denke. Er ist persönlich, wie ich immer wieder gemerkt habe, vor allen Dingen eben auch an Musik des 19. Jahrhunderts interessiert gewesen. Vor allen Dingen an Schubert, vor allen Dingen auch an Liszt. Und das hat dann zu ganz wunderbaren Konzerten geführt. Da war eine ungeheure Freude. Wir machen etwas an Orten, wo es kein Mensch erwartet, wo es auch manchmal nicht so ganz erlaubt war. Aber er stand da mit seinem Rücken und sagte, das machen wir jetzt. Ich habe hier ganz, ganz wenige Kollegen kennengelernt, die Kunst wirklich lieben und die für Kunst wirklich brennen. Und da ist er einer der ganz wenigen, die diese Eigenschaft besitzen. Das Kunstfest 2003, das wir gemeinsam geführt, geleitet und umgesetzt haben, fand ich eine ganz schöne Erfahrung. Modell Bauhaus war ein Highlight. Ich denke auch in Herrn Seemanns Karriere. Wir hatten die kühne Hoffnung, dass vielleicht das MoMA die Ausstellung sogar übernehmen würde. Und das ist dann ja auch geschehen. In diesem Miteinander der unterschiedlichen auf die Stiftung einwirkenden Faktoren hatte die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Stiftung in die Zukunft marschieren kann. Wenn ich im Ausland war, habe ich gesagt, ich kann was reinmachen. Also in den USA wussten die nicht, nie gehört. War im Republic ein bisschen, Goethe, Schiller ein bisschen mehr, Bauhaus kann jeder. Und da war mir klar, wir müssen das Bauhaus noch viel stärker machen. Politik ist immer Teamarbeit. Man stellt fest, dass es ein Problem vor Ort gibt und versucht dann Lösungen zu finden. Und dieses Sonderinvestitionsprogramm war ein Programm der Abgeordneten selber. Und da freue ich mich sehr, dass es den Kollegen Schneider und mir gelungen ist, unter anderem das Bauhausmuseum auf den Weg zu bringen und auch einen entscheidenden Teil der Schlosssanierungskosten zur Verfügung zu stellen. Es ist ein großer Schritt nach vorne gemacht worden. Ein Schritt, der neue Anfänge möglich macht. Und das ist sicherlich das Verdienst von Seemann. Helmut Seemann hat das Thema Bauhaus in der Klassikstiftung und nicht nur in der Klassikstiftung, sondern in Weimar und in Thüringen vorangebracht. Ohne dass er sich dieses Thema zur Chefsache gemacht hätte, bin ich überzeugt, gäbe es das Bauhausmuseum nicht in Weimar und unsere Kooperation stünde nicht so gefestigt da, wie sie jetzt dasteht. Die Entwicklung des Bauhausmuseums, die Umfeldgestaltung war das, was in unserer Zusammenarbeit schon ein wichtiger Punkt war. Ich hatte ja das Glück, dieses Projekt begleiten zu dürfen. Von dem ersten Spatenstich über die Grundsteinlegung dann letztlich hin bis zur Pressekonferenz, zur Eröffnung dieses Bauhausmuseums. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Kampf gegen das klassische Weimar,
den ja Walter Gropius betrieben hat, auch in sehr kräftigen und markanten Sätzen, dass das etwas ist, das Helmut Seemann wahrscheinlich gefallen hat, weil da eben an dem übermäßigen Vorbild von Goethe und Schiller ganz frech am Lack gekratzt wurde. Dass die Stiftung Weimarer Klassik heute eine Klassikstiftung Weimar ist, die mit dem Bauhausmuseum sich auch der Moderne widmet, ist sein Verdienst. Dass man heute Weimar in seiner Gesamtheit als einen Kosmos versteht, mit den vielen Aspekten, die hier exemplarisch wirklich wie im Brennglas zu sehen sind. Ich sehe, dass Seemann ein Fenster geöffnet hat in die Internationalität. Ich schätze an Seemann seine unglaubliche Offenheit und Neugier und sein intellektuelles Interesse an den Dingen. Aber auch die Willensstärke, die er hat, wenn er ein Ziel verfolgt hat und die Beharrlichkeit, mit der er es durchgesetzt hat. Also Herr Seemann kommt mir vor wie ein intellektueller Edelmann aus der Renaissancezeit. Jemand, der nicht nur das Richtige und das Gute will, sondern überzeugt ist, dass das Gute und das Richtige sich durchsetzt. Er hat eine ganz große Liebe zur Natur. Das heißt, man sieht das seinem Garten nicht an. Das ist auch so eine Eigenschaft. Kommst da rein, denke ich immer, oh, Helmut Seemann, kannst du mal deinen Garten machen? Das stimmt aber gar nicht, weil der ist regelmäßig in seinem Garten. Der hat aber ein anderes Verständnis. Das ist eher so eine wilde Art, Garten zu genießen. Ich bin Herrn Seemann sehr dankbar, dass er ermöglicht hat, dass ich in diesen letzten Jahren so viele schöne Dinge auf der Grenze von Sprache und Musik umsetzen konnte. Ich weiß nicht, ob du dich in Weimar immer gut gefühlt hast. Man hat aber immer den Eindruck gehabt. Und das wünsche ich, dass das auch dir erhalten bleibt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie zu neuen Ufern aufbrechen können, wie sich das für Seemänner gehört. Die nötige Spannkraft, um all das auszuführen, was du dir vorgenommen hast. Ich wünsche mir, dass Sie Ihren Optimismus erhalten. Ich wünsche dir, lieber Helmut, viel Zeit in Zukunft. Für dich, für deine Familie und für deine Freunde. Ich würde gern mal ein ruhiges Gespräch unter Rentnern auf einer Parkbank mit Ihnen führen. Und da können wir uns vielleicht noch ein paar Dinge erzählen. Abschied. Ade, du muntere, du fröhliche Stadt, ade. Schon scharret mein Rösslein mit lustigem Fuß. Jetzt nimm meinen letzten, den scheidenden Gruß. Du hast mich wohl nimmermehr traurig gesehen. So kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehen. Ade. Du muntre, du fröhliche Stadt, ade. Ade, ihr Bäume, ihr Gärten so grün, ade. Nun reit ich am silbernen Strome entlang, weitschallend ertönet mein Abschiedsgesang. Nie habt ihr ein klagendes Lied gehört, so wird euch auch keines beim Scheiden beschert. Ade. Ihr Bäume, ihr Gärten so grün, ade.
Ade, ihr freundlichen Mägdelein, dort, ade. Was schaut ihr aus Blumen umduftetem Haus mit schelmischen, lockenden Blicken heraus? Wie sonst so grüß ich und schaue mich um, doch nimmermehr wend ich mein Rösslein um. Ade, ihr freundlichen Mägdelein, dort, ade. Ade, liebe Sonne, so gehst du zur Ruh, ade. Nun schimmert der blinkenden Sterne Gold. Wie bin ich euch Sternlein am Himmel so hold? Durchziehen die Welt wir auch weit und breit, ihr gebt überall uns das treue Geleit. Ade, liebe Sonne, so gehst du zur Ruh. Ade. Ade, du schimmerndes Fensterlein, hell, ade. Du glänzest so traulich mit dämmerndem Schein und ladest so freundlich ins Hüttchen uns ein. Vorüber, ach, ritt ich so manches Mal, und wär es denn heute zum letzten Mal, ade, du schimmerndes Fensterlein hell, ade. Ade, ihr Sterne, verhüllet euch grau, ade. Des Fensterleins trübes, verschimmerndes Licht ersetzt ihr unzähligen Sterne mir nicht. Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei. Was hilft es mir, folgt ihr mir noch so treu? Ade, ihr Sterne, verhüllet euch grau. Ade. Verhüllet euch grau, ade. Des Fensterlein trübes, verschimmerndes Licht ersetzt ihr unzähligen Sterne mir nicht. Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei. Was hilft es, folgt ihr mir noch so treu? Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei. Was hilft es, folgt ihr mir noch so treu? Ade, ihr Sterne, verhüllet euch grau, ade. Als ich ein kleiner Junge war, gaben mich meine Eltern zu einer Freundin. Das war eine sehr liebe und reiche Frau. Und in deren Haus sollte ich das erste Ferienerlebnis, ich war 6 Jahre alt, erleben. Und ich kam in dieses schöne Haus und am zweiten Tag brachte sie mir aus der Stadt einen Schlafanzug mit. Ich hatte noch nie einen Schlafanzug bekommen, also noch nie einen neuen, weil als der vierte in einer Reihe und der jüngste
musste ich immer die Schlafanzüge tragen, die meine älteren Geschwister schon getragen hatten. Und die waren an der vierten Station meistens ziemlich zerlöchert und zerfranst. Das wollte die liebe Frau nicht in ihrem Hause sehen. Und so kaufte sie mir einen wunderschönen. Keiner meiner Geschwister hatte je einen so schönen Schlafanzug bekommen. Und er hatte eine rote Hose und ein grünes Oberteil und da waren Blumen drauf. Und das überreichte sie mir und ich war so glücklich, dass ich nicht Danke sagen konnte. Und ich war erst 6 Jahre alt, aber ich merkte, ich müsste jetzt Danke sagen. Und ich habe es nicht geschafft, obwohl die Frau eine Haushälterin hatte und die sagte immer, du musst jetzt Danke sagen. Und ich sah mich da stehen und war fest davon überzeugt, dass sie an meinem Glück sehen müsse, wie sehr ich dankbar war. Nur ich konnte es nicht sagen, weil ich das Wort Danke vom Aufhalten der Tür oder vom Aufstehen in der Straßenbahn kannte, aber doch nicht, wenn man einen so schönen Schlafanzug geschenkt bekommt. Ich habe in der Zeit, als ich hier gearbeitet habe, oft gehört, ich würde zu wenig loben. Und das Loben hat mit dem Danken für mich ganz viel zu tun. Das ist beides etwas, womit man ebenso vorsichtig wie, ja, existenziell umgehen sollte. Und deswegen versuche ich jetzt, nachdem ich so ungeheuer viel gelobt worden bin, liebe Leute, wo sind denn die ganzen Niederlagen eigentlich abgeblieben? Wo ist denn eigentlich der Bauhaus-Kindergarten geblieben? Lauter solche Sachen fallen mir da ein. So vieles, was nicht gelang, so vieles, was nicht gut war unter meiner Leitung. Aber jetzt will ich es jedenfalls, wenn es schon mit dem Loben so schief gegangen ist, mit dem Danken auch noch versuchen. Und es fällt mir wirklich schwer, aber ich tue es jetzt in der bescheidensten Art und Weise, wie man es tun kann, nämlich in einer gewissen Sprachlosigkeit. Wo fange ich denn jetzt an? Lieber Herr Kleine, Sie haben so wunderbar gesagt, was ich immer empfunden habe. Und ich danke Ihnen sehr dafür. Diese Stiftung braucht die Stadt Weimar mindestens so sehr, wie Stadt Weimar die Stiftung braucht. Und es muss zwischen uns so sein, wie es in diesem letzten Jahr war. Und dafür danke ich Ihnen und allen anderen, die dafür stehen, sehr, sehr herzlich. Ich danke allen meinen Kollegen hier in dieser Stadt, die vom Deutschen Nationaltheater über die Hochschulen, über die Gedenkstätte Buchenwald, die so ungeheuer wichtig für diese Stadt ist. Ich danke diesen allen, dass wir immer zusammengehalten haben. Wir haben uns manchmal ein bisschen entfernt und dann sind wir aber immer wieder zusammengekommen. Und ich bin Ihnen so ungeheuer dankbar, dass Sie der Stiftung das treue Geleit immer wieder gegeben haben. Ich danke natürlich allen, die mit der Stiftung im engeren Sinne zu tun haben, namentlich den Zuwendungsgebern. Liebe Frau Weiß, das ist für mich ein zentraler Moment gewesen, der hier nochmal aufgerufen wurde. Ich war, glaube ich, in der Brandnacht um 6 Uhr nach Hause gekommen, völlig durchnässt. Und dann habe ich mich irgendwie hingelegt und bin eingeschlafen. Und nach wenigen Stunden kam meine Frau und sagte, die Frau Weiß kommt nach Weimar. Und
war natürlich völlig noch nicht bei mir. Und dann bin ich da wieder hingekrabbelt. Und ich kam auch nur gerade recht, denn als ich da kam, ich weiß noch heute den Punkt, kamen sie mir entgegen und das war so, wie es von Ihnen beschrieben wurde. Genau so ist es gewesen. Und da habe ich den ganz neuen Bedeutung von Zuwendungsgeber gelernt. Das ist aber wirklich so gewesen. Sie kam und nahm mich in den Arm und sagte, ich habe auch 4 Millionen dabei. Das war es so. Und das waren der Herr Tietmann und der Herr Clausen, die hatten da schnell alles zusammengekehrt und dann ist sie in den Hubschrauber gestiegen. Ja, ich danke allen Zuwendungsgebern und ich danke Ihnen vor allem dafür, dass Sie natürlich die Bedingung der Möglichkeit der Arbeit dieser Stiftung sind und obwohl Sie die Bedingung der Möglichkeit sind, haben Sie einen Begriff davon, dass die Freiheit einer Kultureinrichtung das Allerwichtigste ist. Bedingung und Freiheit sind üblicherweise keine Geschwister. Aber in der Kulturpolitik müssen sie es sein, denn sonst ist Kulturpolitik unsinnig. Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit. Dafür danke ich den Zuwendungsgebern von ganzem Herzen. Danke meiner Familie. Ja. Auch Davide ist schon dabei. Und ich kann euch und dir, Annette, eigentlich nur sagen, es stimmt, ich habe da immer nur alles versäumt und nie das Notwendige getan. Und ich werde mich als Gelöbnis bemühen, dass ich an den Enkeln wieder gut mache, was ich an den Kindern und an dir versäumt habe. Vielleicht gelingt mir das ja noch, so Gott will. Und ich danke, und das ist mein wichtigster Dank, heute mein wichtigster Dank, allen denen, die hierher gekommen sind, aber insbesondere denen, die für die Klassikstiftung Weimar arbeiten. Es wurde jetzt so viel, was dieser Herr Seemann da alles gemacht hat. Ich habe ja manchmal das Gefühl, ich bin der Idiot der Familie und nicht der Präsident. Aber ihr seid es ja, die es geleistet haben und nicht ich. Und wenn ich das an zweien vielleicht wirklich pars pro toto auch mal personifizieren darf, am ersten Tag, am 1. Juni 2001, wurde ich vor eine Tür gestellt und ich kam mir vor wie bei Kafka. Und die Tür war aber offen und ich konnte durchgehen. Da stand schon Frau Jäger und war ganz voller Tatenkraft. Und so ist es dann 18 Jahre geblieben, liebe Frau Jäger. Wir haben uns nur ganz, ganz selten gestritten. Und ich kann halt gut mit Katzen. Und Sie können ja auch so gut mit Katzen. Und so war es eine einzige Freude, in dieser ganzen Zeit mit Ihnen arbeiten zu dürfen. Und dann möchte ich noch einen namentlich erwähnen. Das war nämlich der erste, den ich aussuchen und anstellen durfte. Damals war er der Justiziar der Stiftung, Thomas Lessmann. Ich weiß jetzt gar nicht, wo Sie sitzen, lieber Thomas. Sie waren der Erste und Sie sind immer geblieben und Sie haben Ihre ganze Familie hier großgezogen, die jetzt bald schon die Schule anfangen, wieder zu verlassen. Unglaublich. Und es gab zwischen uns nie ein, auch nur die Sorge um eine nicht mehr bestehende
Vertrautheit und Vertraulichkeit. Wir haben immer alles zusammen besprochen und ohne sie wüsste ich gar nicht, wo die Stiftung heute stünde. Und wenn ich Frau Jäger und Herrn Lessmann nenne, dann kann ich jetzt dazwischen ganz, ganz viele andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nennen. Aber ich möchte einfach hier am Ende meines Dankes sagen, bleibt zusammen, seid euch hilfreich, wechselseitig. Geht nicht aufrechnend miteinander um, sondern geht euren Weg und den Weg der Stiftung gemeinsam weiter. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn ihr dann und wann an mich denkt, dann denkt an mich mit Nachsicht. Dankeschön.